Bischof Overbeck, wie bewerten Sie heute den Tag? Ich bin mit der frohen Gewissheit hierher gefahren. Ich treffe primär motivierte Menschen, die für das Wohl der Kirche insgesamt einstehen und deswegen auch gute Entscheidungen treffen. Das haben wir in mancher Weise auch getan, aber bei einem Grundtext, in dem es eben um Fragen von gelingenden Beziehungen, Liebe und Partnerschaft ging, ist es uns nicht gelungen und das hing an der nicht zu erreichenden Zustimmung von uns Bischöfen, weil mehr als ein Drittel nicht dafür gestimmt haben. Damit ist nach der Ordnung unseres synodalen Weges ein solcher Text nicht abgestimmt und das beschäftigt mich gerade sehr. Das bedeutet, dass wir neu fragen müssen, was ist die Rolle unseres Amtes, und zwar nicht nur von uns ausgefragt, sondern von den Menschen ausgefragt, von den Gläubigen, aber auch von vielen von außen. Und das Zweite ist, die Kirche lebt immer von den Menschen in dieser Zeit und das heißt, wir als Kirche leben davon und umgekehrt kann die Kirche auch der anderen etwas geben. Dieser Dialog muss aber von beiden Seiten gepflegt werden und das halte ich für eines der wichtigen Ziele, aber auch der wichtigen Perspektiven des synodalen Weges. Und hier müssen wir weiter viel arbeiten. Hatten Sie vorher damit gerechnet, dass dieser Text scheitern könnte? Ich hatte damit gerechnet, dass es schwierig wurde und gehofft, dass es besser ging. Aber es gehörte schon in meinen inneren Abwägungen angesichts der Kenntnisse der Zu- und Umstände des synodalen Weges zu den Möglichkeiten. Ich muss aber gestehen, ich hatte gehofft, es wird nicht passieren. Und wie kann es jetzt weitergehen? Wir müssen jetzt zumindest im Blick auf uns, die Deutsche Bischofskonferenz, zeigen, dass uns die Themen weiterhin wichtig sind, dass wir mit den Themen weiter vorangehen und auch deutlich machen, es haben über 80% aller Synodalen positiv dem Text zugestimmt und auch über 61% von uns Bischöfen. Und das ist ein wichtiges Zeichen, dass es vieles gibt, was wir mit vielen gemeinsam auch von uns Bischöfen teilen können. Vielen Dank. Bitteschön.